Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Train Sim World 4. Wir sind hier im Fahrplanmodus zu Fuß unterwegs, zumindest momentan. Und heute bauen wir so eine Art Pendolino von der SBB hier in England. So quasi als Testfahrt. Vielleicht wird die SBB mal ein bisschen expandieren. Wir haben per se noch keinen Fahrplan, den müssen wir uns gleich noch machen lassen. Aber die Lackierung sieht halt schon ziemlich geil aus. Also passt sehr gut. Also hätte die SBB den so wirklich, glaube ich, würde der auch so aussehen. Triebwagen habe ich soweit auch schon aufgelistet. Wir müssen eigentlich nur noch losfahren. Wir müssen zuerst mal die Türen zumachen. Und dann ist die Frage, ob wir dann überhaupt sofort wieder rauskommen. Ah, Schatz, wie geil. Okay, gehen wir mal rein in unseren Arbeitsplatz. Alle Zugsicherungssysteme sind an. So. Und dann würde ich sagen, lassen wir uns mal einen Fahrplan geben. Route setzen. Einmal die ganze Strecke bis hierhin. Und da würde ich sagen, fahren wir auf das Gleis da. Gut. Da kommt der Kollege schon mit ein. Jetzt ist nur die Frage. Oh, das ging schnell. Gut, machen wir Tür zu. DRA aus. Lichter passen. Ja dann. Wir sagen Abfahrt. Mal kurz schauen, ob ich ihn ganz durchziehen kann. Ja, kann ich. Wobei er geht bis 4. Ich kann bis 3. Ah, ich weiß, ich bin zu schnell. Södele. Ist gerade ein bisschen dunkel. Hackfahrt. Wir werden natürlich unsere Kollegen hier nicht ausfahren. Ist natürlich ein bisschen irritierend, dass wir jetzt hier Meilen pro Stunde haben und er zeigt es mir in km/h an. Könnten natürlich schnell in den Einstellungen das umstellen, dass er mir das oben auch in km/h anzeigt. Das darf ich umrechnen. Oh, 50 Meilen pro Stunde. Geben wir mal Gas. Sehr gut. So wie es aussieht, ist die Fahrstraße auf der richtigen Seite. Wie gesagt, es ist schon passiert, dass er es auf der falschen macht. Wir werden jetzt natürlich die ganzen Regionalzüge vor uns haben. Nichts mit Expressfahrt. Wisst ihr was? Ich werde mal ganz schnell in den Einstellungen von Meilen pro Stunde auf km/h umstellen. Wir sehen uns ganz gleich wieder. Und da habe ich es umgestellt. Söderle, jetzt haben wir es in km/h. Bisschen einfacher. Ich weiß doch gar nicht, wie ich das hier umstellen kann. Söderle. Ah, sieht schon cool aus.
Und ich glaube, ich habe gerade eine sehr gute Zeit erwischt, dass wir uns hier da in den Fahrplan reinquetschen können. Aber wenn ich mir so die Signalbilder angucke, fährt was vor uns. Und der Fahrdienstleiter wird uns auch nicht überholen lassen, weil natürlich seine Züge alle Vorrang haben. Geben wir mal ein bisschen Gas. Hätten wir jetzt natürlich eine Schweizer Karte mit Normalspur, würde es natürlich auch Sinn machen, dass wir da fahren, aber das haben wir leider nicht. Wir haben nur die Arosa-Linie momentan. So, Full Speed. Los geht's. Dieses Summen. Also doch 64 Kilometer. Oh, runter mit der Leistung. Ja, sehr cool. Freifahrt, Freifahrt. Ja, gestern hatten wir wieder so einen Rainbows Online Stream. Und ich muss echt sagen, die neue Karte, die ist ein bisschen größer als gedacht, von der Bauzeit her. Wir brauchen mal einen Scheibenwischer. Machen wir mal auf die 10. Sollte reichen. Also wir haben die zweite Industrie angeschlossen. Und ja, auch ganze 3 Stunden gebraucht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das Gelände ist halt ein bisschen tricky und dann hat man, wenn man mit einer bestimmten Radien arbeiten will, unterschätzt, dass man dann recht schnell, ob man was bauen kann oder nicht. Gerade so 80er Kurven, die sind einfach größer, als man es dann irgendwie im Kopf hat. Aber es macht halt schon richtig Spaß. Ob ich dann wirklich, wenn die Karte dann so zumindest mal zur Hälfte fertig ist, dass man dann mal gut fahren kann mit Spezialservices. Muss ich aufpassen, dass ich nicht zu schnell fahre. Sonst bremst du mich hier ein. Es ist irgendwie schade, dass ich mir nicht selber irgendwie so einen Fahrplan einstellen kann. Oder dass ich mir zumindest hier nicht... Ich kann ja nicht mehr das Ziel hier einstellen. Oder ich wüsste nicht wie hier. So, ich lasse jetzt doch mal ein bisschen rollen. Ich habe ein bisschen Angst vom TPWS. Das sollte jetzt passen. So ein Sauwetter, fast das gleiche Wetter wie bei uns. Das war eigentlich auch noch was.
Rainbows Online, wenn dann das Wetter immer so ein bisschen einen Effekt hätte mit Durchrutschen und Co. Aber was sie ja bis heute nicht drin haben, also dann heute von dem Video, Sanden ist zwar der Tau implementiert, die Funktion gibt es auch, aber hat den Null-Effekt. Finde ich ein bisschen schade. Und da könnte ich jetzt vielleicht falsch liegen, aber ich glaube, du kriegst die Lok auch nicht zum Durchdrehen. Ja, ja, ich drücke ja schon. Aber was ich jetzt gesehen habe, dieses Rumghosten von den Wagen ist jetzt irgendwie besser. Gut, es ist nur ein einziger Zug gefahren, mit dem ich mitgefahren bin. Aber trotzdem, da sind die Wagen nicht so hin und her gejumpt. Aber bei, das ist gar nicht aussagekräftig, was ich jetzt gerade sage, weil ich war ja der Host. Mir hat es ja nie so geschafft. Das war immer, wenn ich woanders drauf gewesen bin als Client. Kriegen wir da eine Vorbeifahrt hin? Oh! Mein Kollege! SBB übernimmt jetzt hier mal den Service. Könnten wir mal schauen. Da sind wir. Mit da irgendwas vor uns. Was entgegen. Nee, wir haben freie Fahrt erstmal. Alle klar? Was war das? Hoffentlich nichts kaputt gegangen. Könnte natürlich spaßeshalber auch mal irgendwo stehen bleiben. Wir können ja immer noch quasi Waypoints hinzufügen. Ich glaube, so wirklich interessant ist, ist doch nicht. Nee. Alles plain zweigleisig. Hier auch nichts Interessantes. Aber könnte man eine E-Tour machen? Gleistechnisch passiert hier einfach nicht sehr viel. Da könnte man auch eine D-Tour machen. Aber weiter komme ich dann nicht mehr zurück. Okay. Zweigleisig soll es sein. Aber wir haben nach dem Test, nach dem Livestream noch einen kleinen Leistungstest gemacht mit der neuen Lima-Lokomotive. Ich glaube, Lima heißt sie. Mit einer der schwersten Lokomotiven, aber was das Ding wegzieht, ist das ja schon echt brutal. Ich hoffe nur, dass da ein bisschen mehr Schwimmbau-Assets da noch kommen. Und ein bisschen was bauen kann. Ist immer ein bisschen gerade zu wenig. Ich meine, das, was wir haben, ist ja schon nicht schlecht, aber könnte man noch so viel mehr ausschmücken. Ja, ja, ich drücke ja schon. Frag mich halt, ob da irgendwann jemals die Option kommt, dass man wirklich mal ein bisschen das Gelände bearbeiten kann oder ein Tunnel. Also ich wäre schon happy mit ein bisschen leicht Gelände bearbeiten. Century of Steam soll es ja angeblich können. Bin mal gespannt, dass ich will da den Hype noch gar nicht zu groß machen mit Century of Steam, weil da müssen wir erstmal ein bisschen mehr sehen. Bin ja ein bisschen enttäuscht von Railroader. Dass er das so also wenig Updates macht. Die machen halt ständig hier die Virtual Academy, wo sie halt ihren Livestream machen, wo sie halt dann auf realistisch fahren. Aber es sind halt nicht wirklich Game Updates.
Und tschüss, andere Strecke. Sowas wie ein Tempomat hast du ja nicht, ne? Nö. Muss mal ganz kurz was ausprobieren. Bisschen leise. Das hier. Klingt wie so die Pfeife von der Tube Stock. Jetzt geht er wieder noch. Lass uns da mal ja, schon schick. Ja, damit kann ich mich anfreunden. Sag mal. Mit 3 Kilometer dürfen wir wieder langsamer fahren. Was ich mich jetzt auch noch gefragt habe, das wäre vielleicht noch eine Option gewesen jetzt für das Video, ob wir mal zu einer Zeit fahren, wo auch Sonderzüge fahren, weil ich habe gesehen, im Fahrplan gibt es auch eine Fahrt mit der Jubilee Class, einmal ganz in der Früh, ich glaube um 5 oder so, und der letzte ist um kurz vor 8. Problem ist einfach nur, um kurz vor 8 am Abend ist halt dunkel. Und dann sieht man halt nichts, das ist ein bisschen doof fürs Video. Aber ich glaube, ich würde es mal gerne ausprobieren, um zu schauen, ob dann entsprechend genau dieser Fahrplan mit der Dampflok, dass du den auch siehst. Dass er dann quasi ohne dich fährt. Oh, was? Da kommt was Gelbes auf uns zu. Doch keine freie Fahrt mehr. Zu früh gefreut, Bravo. Sie dürfen bremsen. Aber nur so schön langsam. So lachen, wenn wir jetzt einen Güterzug vor uns hätten. Jo, das sieht noch singlegelb aus und anhalten. Ja, nice. Das war's. Ich hatte jetzt ja ewig weit keinen Zug gesehen. Außer er ist jetzt irgendwie von einer anderen Strecke reingekommen. Dreh, bremsen. Wo ist er denn? Irgendwo da vorne sein. Nochmal eins schneller, bitte. Jo, da vorne.
Gut, passt. Eins runter, sonst wird's nervig. Gut, wir werden da. Dann schauen wir mal auf die Karte, was hier los ist. Ja, da ist er. Ich vermute mal, der ist von da gekommen. Ist aber schon am Wegdüsen. Okay, dann haben wir den Kollegen jetzt vor uns. Der wird jetzt bestimmt bei jeder Station anhalten. Zu unserer Freude. Hinter uns jetzt was? Nee, da kommt auch erstmal lang nichts. Ja, gut. Dann warten wir hier mal auf die Fahrt hier. Ich würde sagen, dann mache ich mal für euch einen Cut, weil ich nicht weiß, wie lang das dauern wird. Es könnte auch sein, dass da noch ein zweiter rauskommt. Aber sobald wir Fahrt haben. Okay, ich brauche keinen Cut machen. Aber wirklich weit kommen wir nicht. Auf 34 Kilometer hinter den hinterhertucken. Geil. Ja. Den Abstand. Bisschen schneller fahren. Moin moin. Hinter der Linie. Mein Gott, jedes Mal. Dann bleiben wir mal so bei 100, 120. Und dass das nächste gerade auf doppelgelb umspringt. Geil, doppelgelb. Gut, bleiben wir bei der Geschwindigkeit erstmal. Und wenn hier die S-Bahn Verspätung hat, bremst einfach alles aus. Großartig ausweichen kannst du hier auf der Strecke nicht. Nice. Eigentlich irgendwie eine andere Modi. Irgendwie gleich. Schade. Man, wie schlimm wird's, wenn ich dich mal komplett auslasse?
Ja, ist schon irgendwie doof, wenn er gar nicht geht. Ich meine, man kennt nur das Zeugs. Nee. Bleib mal bitte an. Shit, Single. Hat er jetzt doch angehalten. War klar. So, wo ist es denn? Hä, warum ist... Ach so, ja, klar. Und das Signal zeigt Ort mit den... vor uns. Wo bist du? Da vorne ist es. Jetzt vielleicht noch gerade umschalte, kurz bevor wir hinfahren. Nee, ich glaube nicht. Ja, ja, hab schon mitgekriegt. Kein Angstzug, wir fahren da schon nicht drüber. Ja, nette kleine Gegend hier. Gut, dann würde ich sagen, warten wir erstmal. Wir sehen uns gleich wieder. So, da, wir haben wieder Fahrt. Würde ich sagen, gehen wir mal los. Für die nächsten paar Meter. Und ich habe mal nebenbei jetzt mal den Wikipedia-Artikel zu unserem Zug hier mal aufgemacht. Und was ich noch ganz interessant fand, die wurden nicht in England produziert, sondern in Japan und sind dann per Schiff rübergekommen. Wirtschaftlich fraglich, machen aber ja, ein Japaner aus Japan. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 225 Stundenkilometern. Schon wieder gelb. Nice. Was ja eigentlich auch noch witzig wäre, ist, wenn man hier so random Streckenstörungen drin hätte. Keine Ahnung, dann ist zum Beispiel das Gleis hier gesperrt. Moin, Kollege. Hat dann Umleitungen etc. Störungen im Fahrplan. Das glaube ich wäre auch noch witzig. Aber es wäre zu viel des Guten. Ich glaube, bevor das kommt, kriegen wir hier drin irgendwie mal den Slider-Modus. Aber da frage ich mich halt, inwiefern der dann Spaß macht ohne Multiplayer. Aber da kann ich mir vorstellen, dass es dann ähnlich ist wie bei Simrail, wo du einfach deinen statischen Fahrplan hast. Und dann hast du halt immer das Gleiche. Da müsste man dann, wenn, dann irgendwie Abwechslung reinbringen. Aber Multiplayer an sich wäre schon mal rechtzeitig. Kommt dann bei Transient World 6 oder 7 oder so. Ist nur die Frage, ob da das Spiel mit der Performance mitmacht, weil es hat ja jetzt schon diese Mikro-Ruckler. Ich glaube, das wird dann nicht besser, wenn du dann zu zweit oder zu dritt auf der Strecke unterwegs bist. Aber cool wär's. Eigentlich, ja doch, eigentlich das Simrail-Prinzip. Dass du dich dann irgendwie auf einen Matchmaking-Server quasi verbinden kannst.
Und dann wählst du die Strecke aus, dann startest du quasi zu Fuß, so wie wir da. Suchst den Zug aus und fährst los. Die anderen sind halt entweder KI oder halt von Spielern. Hast deinen Funk und dann kannst du miteinander quatschen und halt umfahren. Da kriegst du dann entsprechend ein bisschen Dynamik in den Fahrplan rein, weil halt der gleich gut fährt. Aber gut, dann hätten wir einen Sim-Ray. Der Triebwagen, der ist gut am Beschleunigen. Und der schon wieder so gut auf Fahrt ist. Ich muss mal was ausprobieren. Kann ich das während der Fahrt machen? Jo! Sieht ein bisschen schräg aus. Front for Preparation. Couple Preparation. Ja, ja. Jetzt müsste ich eigentlich nach da hinten, um den Deckel wieder zuzumachen. Warte mal schnell aufs nächste Signal. Beziehungsweise werden da erstmal anhalten, so wie es aussieht. Oder auch nicht. Soll ich aufstehen? Oh, scheiße. Ah, ich habe ja die Sicherungssysteme drin. Da darf ich nicht aufstehen. Shit. Außer... Mal kurz checken. Kann ich... Warte mal, wo war denn das? Meinte, das war hier hinten irgendwo. Klappen schließen. Und wieder zu. Schaut wieder gut aus. Sehr gut. Dass sie den Button nicht hier reingemacht haben, zum wieder zumachen? Ja gut, andererseits in der Regel brauchst du es hier vorne nicht, weil du machst ja auf und das Kuppel und fertig ist. Außer... Der Kuppel ab und du bist dann in die andere Richtung weggefahren. Ja gut. Ist es gerade Dramatik, wenn es hinten ist, aber mehr ist halt an einem Ort. Und es wird langsamer hier auf der Strecke. Ja, das sind wir eh schon drauf. Jo, bremsen. Sag mal so. Gut, gut. Nein, das wollte ich nicht. So. Auch nicht rumspielen. Bei einer so einer Brücke muss ich mal klein in den Fotomodus reingehen. Ja, diese alten Brücken schauen halt einfach schon mega geil aus. Und wenn wir jetzt irgendwo so in der Mitte drin sind. So. Fotomodus, sag mal her. Kriegen wir da irgendwie ein geiles Bild hin? Ja, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Wenn jetzt nur der Mast... Ah, kann ich...
So, wenn die Lok ein bisschen weiter ist. Ah, damit kann ich leben. So, ausblenden. Ja, das sieht doch irgendwie geil aus. Speichern. Geil. Weiß. So, fahren wir wieder. Weil ich sehe schon meine Fotos. Funktioniert das? Nö. Warum braucht man eigentlich die Option, dass die Parkposition links oder rechts ist? Was macht das für einen Unterschied? Und was haben wir? Doppelgelb. Ich glaube, so 5 Minuten oder so werden wir noch brauchen und dann sollten wir da sein. Sofern er uns direkt in den Bahnhof reinlässt. Aber ich gehe mal schon davon aus, wir sind recht weit links. Sollten wir eigentlich nicht so vielen Leuten im Weg stehen. Eigentlich hätte man so eine Doppeltraktion fahren können. Oder sogar dreifach. Ich habe einfach nur den zweimal spawnen müssen. Aber ich glaube, das wäre sich in Glasgow mit der Bahnsteiglinge nicht ganz ausgegangen. Aber man kann es machen. Ja, wann hast du eine Idee, irgendwie so eine Art Lokzug mal zu basteln? Irgendwo in England, dass man dann irgendwie so 3, 4, 5, 6 Dieselloks hintereinander ziehen. Und dann die quasi wie abschleppen. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass du gewisse Wagen nicht mit einer Custom Livery spawnen kannst. Beziehungsweise, beispielsweise die Intercity-Wagen, die kannst du nicht solo spawnen, immer mit einer Lok zusammen. Ich meine, klar, da kannst du die Lok wegmachen, dann hast du den Wagen. Aber die haben einfach alle dann die Standard Livery. Jetzt ist es ein bisschen meh. Ich hoffe, das tun sie nochmal ändern, dass ich mal wirklich sagen, okay, ich stelle mir da so meine Personenwagen zusammen. In den Liberty, wie ich das haben will. Und dann gucke ich mit dem durch die Gegend. Habe ich jetzt. Wo ist er jetzt ganz aus? Hallo? Bleib ein bisschen out of order? Okay. Wieso geht mein Scheibenwischer jetzt nicht mehr? Was soll denn das jetzt? Cool. Cool, cool. Mein Scheibenwischer geht nicht mehr. Ist ja geil. Er macht doch das einmalig Wischen nicht mehr. Ich kann jetzt nur wischen, indem ich da die Ruheposition verändere. Ah, wie dumm ist das denn? Why? Ach, Spiel. Okay, wir haben gelb. Ach Mensch. Hat irgendeine Sicherung rausknallt? Da ist irgendwie alles drin. Ja, ja, ich drücke ja schon. Warum?
Also ich will es mir zutrauen, dass ich irgendwas gedrückt habe, was jetzt den Scheibenwischer nicht gefällt, aber zieht sich mir jetzt gerade meiner Logik, was jetzt da los ist. Cool. Dieser Zug geht out of service. Meine Scheibenwischer im Arsch. Ich meine, Raydriver ist auch nicht, mit dem kann ich halt umschalten. So ein Kack. Kann ja jetzt nicht mal das Wetter zurückstellen. Ich sage jetzt, es wäre temporär schönes Wetter. Knapp bei die 100. Mister ist. Ach man. Ich erkenne so nicht, was er da vorne hat. Sieht noch doppelgelb aus. Grün. Okay. Können wir ja ein bisschen heizen. Da, so ist gut. Schaue ich doch noch mal ganz kurz ins andere Panel. Da ist alles an. BWS, Stromnummerart normal. Echt keine Ahnung. Ja, ja, ich drücke ja schon. Hier kann ich ja auch nichts machen. Ach, Mann. Oh, da kommt Rot. Bremsen. Ah, da sind wir schon beim Stadion. Nice. Also ich glaube, ich muss jetzt mal ein bisschen cheaten. Wir machen das mal kurz so. D10 uncool. Gott sei Dank bin ich nicht auf die Idee gekommen, da irgendwo da hinten reinzufahren. Oh, fehlt es an der Oberleitung. Runter. Ja, vorhin ist schon die... Da. Was ist? Nein, nein, wir fahren noch ein bisschen weiter, oder? So, mein Sehen.
schön in der Linie, so muss das. Boah, das ist ein Flair-Effekt. Ja, genau, da geht es jetzt noch weiter. Yay, ich sehe was. Für den Moment. Na, 32. Brauche ich hier nicht mehr Gas geben. Ja, ein bisschen mehr shiny machen hier. Warum flärt denn das dann hier im Tunnel auch so? Ich meine, da ist ja gar nicht nass. Oh, bremsen. Geil! Fahrt! Oh, wenn wir nochmal cheaten hier. Oh, auf die letzten Meter lass er bitte nicht einfahren. Oben, lass mich auf den Bahnsteig rein. Oder warte mal, ist das Bahnsteigende da hinten? Uns geht's dann nach links. Ja, das Bahnsteigende. Okay, wir haben es geschafft. Soweit nichts Schlimmes passiert, nur dass der Scheibenwischer nicht mehr geht. Aus welchem Grund auch immer. Ich hoffe, ich passe da rein. Ja, doch, wir passen da rein. Södli, hätten wir das. Machen wir die Tür auf. Oh, maximale Bremse. Neutral. Ah, den lassen wir mal drin. Und hier gehen wir mal live aus. Sehr gut, wir steigen auch mal aus. Na, Tür. Dankeschön. Ja, war eine nette, angenehme Fahrt. Sind natürlich nicht komplett durchkommen, so wie wir eigentlich wollten. Funktioniert das eigentlich? Ah ja. Cool. Ja. Ja, vermutlich war er der Kollege, den wir da hinterher gefahren sind. Wobei es jetzt schwer zu sagen. Steht ja hier auch noch jemand. Aber war schon ganz cool. Aber ich frage mich halt echt, warum... Okay. Warum der Scheibenwischer halt einfach mal aufgehört hat zu arbeiten. Das ist auch ein First für mich. Wäre vielleicht noch interessant, wenn ich jetzt den... Moment, muss mal was probieren. Wenn ich jetzt nochmal dahin gehe... Hallo? Wenn ich jetzt nochmal auf vorwärts mache.
Okay, warte mal. Wir machen mal hier kurz die Türen zu. Gehen wir hier mal auf Aus. 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 Ein. Nö. Geht nach wie vor nicht. Gut. Ist, was ist. Dann einfach keinen Scheibenwischer mehr. Viel Spaß an den nächsten Fahrer. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald zur nächsten Fahrt hier in Transim World. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.